was alles im Hopfen steckt. Hopfen wird der Pflanzengattung Humulus zugewiesen. Diese Gattung wurde bereits 1753 durch Carl von Linné aufgestellt. Sie ist damit gleichzeitig eine Pflanzengattung innerhalb der Familie der Hanfgewächse. Die wichtigsten Nutzpflanzen der Familie der Hanfgewächse sind in Hanf, Cannabis und Hopfen, Humulus unterteilt. Die Humulusarten sind schnell wachsende Kletterpflanzen, die sich von oben betrachtet im Uhrzeigersinn winden. Haben also den Windesinn von Schlingpflanzen. Sie gehören zu den rechtswindenden Schlinggewächsen. Die Stängel und Blattstiele besitzen steife, zweiarmige gestielte Haare, die sogenannten Klimmhäkchen. Die Stängel sind grob, sechsrippig bis geflügelt. Die gegenständigen, gestielten Laubblätter sind mehr oder weniger herzförmig und meist 3 bis 7, selten bis 9-lappig. Humulusarten sind zweihäusig bzw. diözisch. So nennt sich die getrennte Geschlechtsverteilung bei Samenpflanzen. Weibliche und männliche Blüten wachsen getrennt voneinander. Die männlichen Blüten stehen in lockeren, rispigen Blütenständen zusammen. Die weiblichen Blüten stehen in zapfenförmigen, ährigen, zymösen Blütenständen zusammen. Der bekannteste Vertreter der Gattung ist der echte Hopfen, dessen Sorten vor allem zum Bierbrauen verwendet werden können. Beim echten Hopfen, Humulus lupulus oder auch Kulturhopfen genannt, handelt es sich um eine mehrjährige Pflanze, die als Nutzpflanze und als Zierpflanze gezogen wird. Der Geschmack von Hopfen. Geschmäcker gehen von Menthol über holzig aromatisch bis hin zu blumig. Doch überwiegend entscheidet man zwischen Bitterhopfen und Aromahopfensorten. Je nach Ort kann eine Hopfensorte unterschiedlich schmecken. Zum Beispiel kann die Sorte Cascade in den USA nach Grapefruit schmecken, wobei sie in Australien nach Pfirsich und Ananas schmeckt und in Deutschland eine Zitrusnote hat. Das hat viel mit der Bodenbeschaffenheit zu tun. Der Bestandteil Linalool im Hopfen gilt als Indikator für ein gutes Hopfenaroma. Die ätherischen Öle im Hopfen wirken beruhigend. Die wissenschaftliche Zusammensetzung des getrockneten Hopfens. Wasser ca. 10%, Zellulose ca. 13%, Zucker ca. 6%, Proteine ca. 15%, Aminosäuren ca. 5%, Pektinstoffe ca. 10%, Salze ca. 9%, Harze ca. 17%, ätherische Öle ca. 1%, Polyphenole ca. 3-4%. Hopfen zum Bierbrauen. Der wichtigste Bestandteil von Hopfen ist ein gelbes Pulver, das sogenannte Lupulin, welches sich in der Dolde verbirgt. Das Lupulin beinhaltet unter anderem ätherische Öle, Gerbstoffe, Eiweiß, Mineralstoffe und Bitterstoffe, welche für den Brauprozess sehr wichtig sind. Die ätherischen Öle sind besonders für das Hopfenaroma und den Geruch zuständig. Sie bringen dem Bier ihren hopfenreichen Geschmack. Die verschiedenen Gerbstoffe helfen bei der Klärung des Bieres, da sie die Eiweißstoffe beseitigen. Ohne diese Stoffe wäre das Bier am Ende trüb. Der Hopfen enthält sogenannte Alphasäuren, auch Humulon genannt. Bisher gelten die Alphasäuren als das primäre Qualitätsmerkmal des Hopfens, da sie ein Maß für das Bitterpotenzial sind und Hopfen auf Basis des Alphasäurengehalts zum Bier hinzugegeben wird. Derzeit international etwa 4,3 Gramm Alphasäuren zu 100 Liter Bier. Je nach Hopfensorte machen die Alphasäuren bis zu 20% der Materie aus, die Hopfenöle bis zu 4%. Die Alphasäuren werden durch Isomerisierung während des Kochvorgangs zu Isoalphasäuren umgewandelt. Diese schmecken dann bitter und sind wesentlich löslicher im Bier als Alphasäuren. Diese Umsetzung läuft schneller bei höheren Temperaturen. Wird jedoch zu lange und bei zu hohen Temperaturen gekocht, werden diese Bitterstoffe wiederum abgebaut. Die Dauer des Kochvorgangs lag früher bei bis zu 120 Minuten. Heutzutage wird die Würze meistens 60 Minuten oder noch kürzer gekocht. Je später die Gabe während des Kochvorgangs erfolgt, desto weniger Bitterstoffe resultieren aus der Gabe. Aber auch bei einer Hopfengabe kurz vor Ende des Kochvorgangs werden noch einige Bitterstoffe aus Alphasäuren isomerisiert.
Bei Kochende bzw. im Whirlpool kann man immer noch mit 10% Ausbeute rechnen, manchmal auch mit mehr. Wenn man also insgesamt 40 Bittereinheiten im fertigen Bier haben möchte, muss man auch die Bittereinheiten beachten, die durch die Aromagabe entstehen. Die Alphasäure dient dem Brauer zwar als wichtiger Bitterstoff, der aber keineswegs zum Aroma, zur Hopfenblume des Bieres beiträgt. Hier kommt gezielt Aroma-Hopfen zum Einsatz. Bei einer Hopfensorte mit einem 40%igen Alphasäurengehalt kann man mit 950 mg pro Liter Würze bzw. 95 Gramm pro Hektoliter rechnen. Hopfen als Heilpflanze. Ist Hopfen gut für die Gesundheit? Hopfen ist insgesamt eine sehr polyphenolreiche Pflanze, 2-8%. Polyphenole werden ganz allgemein als sehr positiv für die Gesundheit bewertet, da sie antioxidativ wirken und freie Radikale einfangen können. Man spricht hier auch von einer antiviralen Wirkung. Ein ganz besonderes Polyphenol ist jedoch Xanthohumol. Strukturell ist Humulon ein Hydroxyfluoroglycin mit 3 isoprenoiden Seitenketten. Eine entzündungshemmende Wirkung des Humulon wurde nachgewiesen. Die Polyphenole beinhalten die Wirkstoffe Xanthohumol und Isoxanthohumol. Diese sind in ihrer Wirkung antioxidativ, Schutz vor freien Radikalen, antizancerogen, Schutz vor Krebs, antiinflammatorisch, entzündungshemmend, antimikrobiell, Schutz vor Pilzen, Bakterien und Viren, immunmodulierend, Stärkung des Immunsystems, blutdrucksteuernd, Vorbeugung von Herz- und Kreislauferkrankungen, blutzuckerregulierend, Vorbeugung von Diabetes. Anwendungsmöglichkeiten von Hopfen außerhalb der Brauerei. Hopfen wird gerne in Lebensmitteln verwendet, zum Beispiel in Brot, Wurst oder Hopfenlikör. Hopfen wird auch als antimikrobieller oder bakteriostatischer Zusatz verwendet. Dazu gehören Konservierungsmittel in der Lebensmittelindustrie, Betasäuren in der Zuckerindustrie, Formalin soll ersetzt werden, Betasäuren in der Ethanolproduktion, Hygienisierung von biogenen Abfällen, Klärschlamm und Kompost, Beseitigung von Schimmelpilzbefall, Geruchs- und Hygieneverbesserung von Streu, Einsatz zur Kontrolle von Allergenen, Hopfeninhaltsstoffe als Bestandteil von Kosmetika, Gesichtscreme, Badebalsam und Duschgel, Zahncreme und Mundwasser. Hopfen wird auch in Medikamenten verwendet, zum Beispiel in Kombination mit Baldrian und Beruhigungsmitteln, als Hormonersatzpräparat, zur Vorbeugung von Osteoporose, in Präparaten gegen Krebs. Zuletzt wird Hopfen auch noch in Functional Foods oder Nahrungsergänzungsmitteln verwendet, wie zum Beispiel dem Xanbier. Anbaugebiete von Hopfen. Deutschland und Amerika sind die Länder, welche die größten Anbauflächen unterschiedlicher Hopfensorten haben. Bis Mitte der 50er Jahre war es üblich, dass ein Anbaugebiet auch nur eine Sorte von Hopfen hatte. In Deutschland haben sich gerade dadurch die Namen der Sorten geprägt. So kommt beispielsweise Hallertauer Mittelfrüh aus dem Anbaugebiet Hallertau. Mittlerweile werden verschiedene Sorten auf den Gebieten angebaut und Kreuzungen zwischen den Sorten kamen dazu. In Deutschland wachsen in 5 Anbaugebieten ca. 30 unterschiedliche Hopfensorten. Etwa 70% der deutschen Ernte wird in andere Länder exportiert. Die USA sind mit 35 Sorten dabei, Neuseeland mit mehreren Sorten und sogar Japan baut eine Hopfensorte an. Das sind jedoch nicht die einzigen Anbaugebiete. Letztendlich wachsen und gedeihen die verschiedensten Sorten auf der ganzen Welt, vorwiegend jedoch auf der Nordhalbkugel. Wie viele Hopfensorten gibt es? Weltweit gibt es etwa 200 verschiedene Hopfensorten, davon werden jedoch nur etwa 70 Sorten weltweit gehandelt. Die bekanntesten Hopfensorten sind die Landsorten Tettnanger Aromahopfen, Hallertau Mittelfrüh, danach Züchtungen wie Perle, Tradition, Saphir, Select, bis hin zu Flavorhopfen mit fruchtigen Aromen wie Cascade, Ariana, Mandarina Bavaria, Blanc, Melon, und last but not least die Bittersorten Herkules und jetzt relativ neu Titan. Rund 2,5%, also 1500 Hektar der weltweit 61.000 Hektar Hopfenfläche, wird in und um Tettnang kultiviert. Tettnanger Hopfen geht in knapp 100 Länder dieser Erde.
Als Hilfestellung, die einzelnen Hopfensorten und ihre Beschaffenheit voneinander zu unterscheiden, gibt es den Hopfenfächer. Hier kannst du einfach und schnell die benötigten Informationen für dich finden. Den Link zum Hopfenfächer findest du in der Videobeschreibung. Wir hoffen, du konntest durch dieses Video so einiges über den beeindruckenden Hopfen lernen und wünschen dir weiterhin viel Spaß mit unseren Videos rund ums Hobbybrauen. Wenn dir unser Video gefallen hat, dann abonniere doch unseren YouTube-Kanal oder besuche unsere Website, wo wir dir spannende Produkte rund ums Hobbybrauen anbieten. In unserer Brauakademie kannst du in der Gruppe vom Braumeister persönlich lernen, wie man Bier braut. Ansonsten freuen wir uns auf das nächste Mal und wünschen viel Spaß beim Hobbybrauen.